Herzlich willkommen zu Geht das Depotabsicherung. Wie immer, eure Gastgeber Christian Veröhl und Tobias Kramer. So sieht's aus. Wir haben 50 Minuten Programm für euch vorbereitet. Wir hoffen, dass wir das in Time schaffen. Wir fangen wie üblich damit an, dass wir euch durch unseren Disclaimer führen, euch sagen, dass wir kein... Ich mach's hier ReichTV machen. Genau. Ja. Und das gilt für uns beide. Dass wir keine Anlageberatung machen, dass wir keine Steuerberatung machen, auch wenn es immer mal wieder um Steuerthemen geht, sondern dass wir vor allem eines machen. Wir sagen unsere Meinung als Investoren. Meinungen kann man teilen, muss man nicht teilen, aber jeder sollte ein Recht auf seine Meinung haben. Wir werden auch heute unsere Meinungen wieder begründen. Natürlich gleichwohl, auch wenn die Meinung gut begründet ist, dann können wir trotzdem nicht dafür haften. Entscheidend ist, was jeder selbst aus seinen Investments macht. Wir wollen den einen oder anderen Impuls geben und natürlich das Ganze wieder für diejenigen, die uns nicht nur hören, sondern auch sehen, mit einigen Slides, mit einigen Folien. Und wie üblich, diese Folien haben wir extra für euch erstellt. Die dürft ihr auch gerne teilen, die dürft ihr gerne kopieren in eure Arbeiten im Internet. Aber immer schön dran denken, nicht das Gutenberg-Prinzip, sondern ordentlicher Quellenhinweis. So, und ansonsten ist auch noch zu sagen, dass wir bei dieser Sendung unterstützt werden von der comdirect. Also wir kaufen ja auch bei EchtGeldTV verschiedene Produkte, ob nun Aktien oder ETFs oder Fonds, vielleicht auch irgendwann mal andere Produkte oder heute ganz sicher ein anderes Produkt. Und wir tun das bei Deutschlands wohl meist ausgezeichneten Direct Broker und in der Breite seines Angebots eben ein sehr guter. Wenn ihr schon Kunde dort seid, alles super. Wenn ihr dort noch nicht Kunde seid, beeilt euch. Bis zum 23.04. gibt es noch 100 Euro obendrauf bei der Kontoeröffnung, wenn ihr die Sternchenhinweise dann auch beachtet. Und ja, dann könnt ihr quasi auch auf Basis dessen, was ihr hier von uns seht, innerhalb der Masken der comdirect das nachvollziehen, wenn euch das überzeugt, was wir tun, oder eure Alternativaktien kaufen. Ja, genau. Das war's. Wir haben, wie gesagt, ein umfangreiches Programm heute. Ein Programm, mit dem ich, muss ich zugeben, mich etwas schwer tue. Denn wir hatten bisher in jeder Echtgeldsendung immer nur Themen, bei denen ich aus eigener Erfahrung mitreden konnte. Sprich, die Aktien oder zumindest die Branchen, die Themen habe ich alle irgendwie entweder selbst im Depot oder schon mal im Depot gehabt, selber das Ganze umgesetzt. Heute reden wir über ein Thema, ja, wo ich so ein bisschen bin wie der Blinde von der Farbe oder der katholische Pastor von der Ehe. Depotabsicherung mache ich selber überhaupt nicht. Für mich gilt die alte Regel, if you can't stand the heat, stay out of the kitchen. US-Präsident Truman hat das mal gesagt. Das wäre übrigens auch Twitter-fähig. Also man würde solche wunderbaren Statements auch von Donald Trump für die Nachwelt über Twitter bekommen können, wenn er sie denn ersinnen würde. Aber das ist genau mein Motto. Aktien haben gewisse Risiken, Kursrisiken, aber wenn ich das eben als unternehmerische Sachwerte ansehe, muss ich sagen, okay, das gehört dazu. Langfristig erfolgreiche Unternehmen werden für mich Mehrwert generieren, hoffentlich in zweierlei Hinsicht. Einerseits ständig über Dividendenausschüttungen, andererseits langfristig ähnlich wie eine gut bewirtschaftete, gut vermietete Immobilie, nämlich in einem steigenden Wert. Und alles andere dazwischen, das ist Rauschen. Das Rauschen kann manchmal ziemlich heftig werden. Warren Buffett hat gesagt, also 50% Verlust, damit muss man rechnen. Und natürlich, ich erkenne an, es gibt den einen oder anderen, der sagt, dieses Risiko möchte ich nicht gehen. Wie kann man das irgendwie etwas im Zaum halten? Wie kann man das etwas abmildern, außer durch gute Nerven? Und das ist das, was wir euch heute Abend zeigen wollen. Und dafür, dass er das so wenig macht, braucht er ganz schön lange, das zu sagen. Im Grunde genommen ist es so, man schläft in der einen oder anderen Situation ruhiger. Und darum kann es eben auch gehen, darum geht es vielen Investoren ja auch, das Aktienrisiko, vor dem ja viele dann Angst haben, in irgendeiner Form abzumildern. Und die Situation, der man sich eben auch ausgesetzt sieht, ist dieses Thema, was passiert eigentlich bei diesen großen Crashs, bei möglicherweise lang anhaltenden Bassphasen, die sehr negative Auswirkungen auf eine persönliche Vermögenssituation haben können, was man eben nicht gerne hat. Und bei meiner Position ist es eben so,
Und bei mir ist es eben so, dass ich das ganz gerne vermeiden möchte. Und wie ich persönlich das mache, das zeigen wir euch eben auch im weiteren Verlauf. Aber wir fangen an mit jemandem, der auch jemand, der eigentlich steht für Absicherung. Ja, also wenn man nach einem Finanzprodukt fragt, was abgesichert ist unter Anlegern, die sich so ein bisschen in der Börsenszene bewegen, dann kommt man an ihm nicht vorbei, an Dirk Müller, an Mr. DAX, dem Mann, der früher unter der DAX-Tafel saß und dann gesagt hat, Mensch, wenn ich so schön unter der Tafel sitzen kann, dazu auch noch was erzählen kann, dann muss ich nicht mehr handeln, sondern ich kann einfach Vorträge halten, ich kann rausgehen und auch noch einen Fonds machen, ja, der ein ganzes Imperium inzwischen aufgebaut hat. Bei dem Fonds ja auch gesagt hat, dass er ihn nicht so sehr deswegen ins Leben gerufen hat, um Geld zu machen, sondern weil es ihm darum ging, eine Alternative gegenüber vielen anderen Finanzprodukten anzubieten, die alle nicht das bereithalten, was er gerne möchte. Und von daher ist es eine Strategie, die er vertritt, die man haben kann. Ja, es ist eine Aktienmarktstrategie, die er in seinem Fonds hat. Und je nachdem, ob er gerade für die Märkte negativ gestimmt ist oder nicht, sichert er diese Strategie, diesen Aktienkorb zusätzlich ab gegen Schwankungen. Er versichert sozusagen sein Portfolio. Liegt natürlich auch daran, dass er insgesamt eine eher etwas negative Weltsicht hat. Also ich würde sagen, er hält den Dritten Weltkrieg für wahrscheinlicher, als ich ihn halte. Ja, und man muss aber dann eben auch sagen, beim Dritten Weltkrieg gibt es andere Ängste, die ich habe, als mein persönliches Aktienportfolio. Also wenn es ganz schlimm kommt, und das ist immer das, was ich mir bei diesen Crash-Propheten denke, und da ist Herr Müller ja nicht der Einzige, da konnte man ja auf der Investmesse in Stuttgart den einen oder anderen sehen, die schlimmsten Szenarien ausmalen. Das hört sich ja auch alles immer wahnsinnig gut an, weil wer warnt, der hat immer gleich schon mal so ein Pluszeichen hinten dran, ja, der muss sich ja großartige Gedanken gemacht haben. Ja, es mag ja alles sein, nur wenn man das wirklich glaubt, dass alles zusammenbricht, dann ist halt die Frage, ob man überhaupt noch in Finanzprodukte investieren sollte oder ob man es nicht macht, wie Udo Ulfkotte, der FAZ-Journalist, der dann zum Schluss ein bisschen wunderlich wurde und in der Mitte eines Sees lebte, sich dort autark versorgen konnte. Ja, und wenn er älter geworden wäre, hätte er vielleicht den Zusammenbruch noch erlebt, aber er ist dummerweise vorher gestorben. Darum soll es weniger gehen. Wir wollen die Strategie und die Ergebnisse von Dirk Müllers Premium-Aktienfonds zeigen, wo man auf dem ersten Blick, und man kann sich immer dann extrem einfach machen, man kann da raufhauen, man kann da raufschlagen, man kann sagen, miserable Performance und so weiter, aber es ist eine Strategie, die kommuniziert ja auch sehr deutlich. Wir wollen auch einfach mal die Zahlen festhalten. Den Fonds gibt es jetzt seit fast 3 Jahren. In dieser Zeit der MSCI World Net Total Return, also inklusive Dividenden, aber gerechnet in Euro, hat in dieser Zeit rund 13% zugelegt. Der Fonds von Herrn Müller hat 4% verloren. So, das ist natürlich Auslöser für ganz, ganz, ganz viel Häme. Ja. Aber wir sind in Deutschland. Also da gehört Häme dann einfach dazu, wenn etwas schlecht läuft von jemandem, der eine Stellung bezieht. Genau. Dann gibt es erstmal rauf. Genau. Ich persönlich bin ja erstmal der Meinung, wenn ich das Volumen des Fonds anschaue, ist es ein Wunder, dass wir so viel über Herrn Müller reden und so wenig über andere Fonds. Manager, die wirklich große Fonds, die auch mal was bewegen können am Markt, managen. Aber lassen wir es gut sein. Wir haben hier ein Beispiel dafür, was es heißt, ein Portfolio relativ kontinuierlich oder relativ häufig abzusichern. Das kostet Performance. Eine Versicherung kostet Geld. Das weiß jeder von uns zu Hause aus dem Alltag. Und das ist eben auch an der Börse nicht anders. Man muss ganz offen sagen, das hat hier so viel Performance gekostet, dass Anleger in den letzten 3 Jahren nichts von dem Zuwachs der Märkte gehabt haben. Gleichwohl konnten sie in Summe ruhiger schlafen, wem das wichtig ist. Ja, also Volatilität, für viele ist ja Volatilität, Schwankungsfreudigkeit ein Risikomaß. Ja, Volatilität von 8 bei Herrn Müller, Volatilität von 20 beim MSCI World. Für mich persönlich ist Volatilität egal, weil die Schwankungen muss ich aushalten. Na, und man kann sie auch nutzen. Man kann ja, wenn die Märkte schwanken, auch mal diese Abstauberlimite einstellen, um zu gucken, was kriege ich denn eigentlich. Genau. Auf Basis dieser Schwankungen und die für sich nutzen
und die sind gar nicht so, die tun auch nicht so sehr weh. Genau, man sieht aber, wer kontinuierlich absichert, das zeigt der Fonds von Herrn Müller, der muss Performance-Einbußen hinnehmen und der muss natürlich irgendwann darauf hoffen, dass es dann doch mal richtig kracht, weil dann ist natürlich, wenn man einen Fonds hat, der dann halbwegs stabil bleiben kann, relativ schnell das Bild umgekehrt. Insofern ist es die Hoffnung auf den großen Knall. Wenn man die hat, kann man den Fonds sicherlich kaufen. Wie gesagt, wenn man nicht der Meinung ist, es müsste Wir kommen im weiteren Verlauf noch dazu, aber eine Zahl vielleicht auch mal schon mal vorab und die passt eigentlich ganz gut zu dem, was wir hier sehen. Wir kommen im weiteren Verlauf zu einem Absicherungsbeispiel, wo die Absicherung in etwa 6% pro Jahr kostet, nach einer Rechnung, die wir durchgeführt haben. Und wenn man jetzt mal diese 6% ungeprüft nimmt, sagt der eine Fonds hat so 13% zugelegt, der andere hat ungefähr 4% verloren, dann kommt man lustigerweise bezogen auf 3 Jahre in etwa in diese Relation. Mit den 6% würde man ein bisschen mehr liegen. Also es gab auch Phasen, wo Dirk Müller ja gesagt hat, er ist jetzt mal ohne Absicherung unterwegs. Das waren auch 2 Tage, ja. Aber in dem Moment, wo dann wieder was... ist aber schon... Nein, ich finde den Fonds, über den Fonds ist viel ausgekübelt worden, was der Fonds nicht verdient. Man darf diesen Fonds nicht einfach gegen einen normalen Aktienfonds laufen lassen, sondern er hat ein ganz, ganz spezifisches Profil. Wer dieses Profil wirklich will, sollte sich vielleicht fragen, ob er unbedingt in Aktien oder in Wertpapiere investieren soll. Aber wenn er das Profil haben will, wenn er Herrn Müller vertraut, bitte, warum nicht diesen Fonds kaufen? Es gibt deutlich schlechtere Wertpapiere. Es gibt eigentlich so ein paar bessere. Ja, und wir fangen ja jetzt ein bisschen mit den schlechteren Papieren quasi an. Genau, das würde ich schon sagen, was jetzt kommt, jetzt wird es besser, jetzt wird es interessanter, weil es wird vor allem eins, es wird selbstbestimmter. Ja, das ist natürlich immer etwas, was mich am meisten stört bei einem Aktienfonds, der komplett aktiv gemanagt ist. Ich sitze so im Beifahrersitz, muss demjenigen, der managt, komplett vertrauen, kann überhaupt nichts machen, außer einer digitalen Entscheidung, einsteigen oder aussteigen. Genau. Das war's. Wer ein bisschen mehr machen will, wer selbstständig an sein Portfolio ran will und dort vielleicht, weil er gerade ein schlechtes Gefühl hat, mal absichern will, der sollte natürlich was anderes machen. Er sollte zum Beispiel mit einem Short DAX agieren. Ja, könnte man denken. Ist sehr beliebt. Also wenn ich hab das immer wieder, selbst wenn ich mit Bankern spreche und sage, wie ist gerade so eure Positionierung im Portfolio? Ja, wir sind eigentlich bei den Kunden ganz gut aufgestellt im Aktienbereich. Momentan sehen wir doch Risiken. Wir haben deshalb in die Depots den Short DAX reingekauft. Tobias, Short DAX in 2 Sätzen. Was verbirgt sich dahinter? Naja, dahinter verbirgt sich eine Strategie. Wir haben es jetzt schon mal in der Grafik für die Zuschauer eingeblendet. Aber um es verbal zu erklären, die Möglichkeit einer täglich aktualisierten Absicherung, wo jeden Tag dafür gesorgt wird, dass die Anlage, hier in dem Fall auf den DAX, wieder auf Null gesetzt wird und die umgekehrte Performance erwirtschaftet wird. Das heißt, am Tag 1, wenn der DAX um 2% fällt, dann steigt der Short DAX um genau diese 2%. Es gibt bloß ein klitzekleines Problem, was ganz, ganz oft übersehen wird. Und das ist das Thema Pfadabhängigkeit. Wenn wir darüber reden, dass am nächsten Tag ja wieder auf Null gesetzt wird und dann neu gemessen wird. Und dann passiert etwas recht Eigenartiges, was wir auf den nächsten Folien nochmal zeigen werden. Willst du hier noch etwas ergänzen an der Stelle? Nein, man sollte nur einfach für die Zuschauer, die mit diesem ganzen Börsenslang noch nicht so vertraut sind, nochmal erwähnen, warum das Ding Short DAX heißt. Also Short ist ja auch häufig sowas, was ein bisschen kürzer ist. Also zum Beispiel ich, ne? Ich bin ja so eine Short-Ausgabe quasi von dir. Ich bin ein bisschen kleiner. Aber das hat nichts zu tun, dass wir hier einen kleinen DAX haben, sondern Short gehen heißt im Börsenjargon auf fallende Kurse zu setzen, im Gegensatz dazu long sein, man setzt auf steigende Kurse. Das heißt also Short DAX deshalb, weil dieser DAX eben anders als der ursprüngliche DAX, den wir von der DAX-Tafel in Frankfurt kennen, im Hintergrund beim Börsenfernsehen eben von fallenden Kursen profitiert. Genau. Aber das eben nur auf
Tagesbasis. Und wir haben uns einfach mal einen Zeitraum hier rausgesucht, ja, anhand dessen wir das Ganze überprüfen können, weil es ist natürlich schon so, der DAX in der Vergangenheit sehr, sehr positiv, aber das letzte halbe Jahr war tatsächlich durch diese Konsolidierung, die wir jetzt sehen, negativ. Wir haben insgesamt ein Minus von 6,5% im Index. Folglich, wer einen solchen Short DAX im Portfolio hat, der hätte natürlich auch 6,5% plus erwartet. Und der denkt das auch ganz oft. Denkt dann auch, dass er jetzt 6,5% hat und stellt dann mit, vielleicht merkt er das gar nicht so richtig, genau, weil bei dieser Position sieht es eigentlich noch ganz vernünftig aus. Der merkt das nicht, da sind es 5,5% plus, genau, aber immerhin, der DAX hat verloren. Man hat selber ein Plus, was irgendwie so halbwegs ist. Das ist schon mal etwas, wo viele, auch eben Banker, sagen, Mensch, naja, also als Absicherung ist das gar nicht so schlecht. Allerdings darf man an dieser Stelle eins nicht vergessen. Das bewegt sich ja wirklich irgendwie so halbwegs invers zum DAX oder auch zum Portfolio, zur Börsentendenz. Aber damit man das ein Portfolio, ja, komplett abgesichert kriegt, muss man natürlich dieselbe Summe, die man im Portfolio stecken hat, auch in diesen Short DAX packen. Ansonsten, wenn man ein 100.000 Euro Portfolio hat und man macht dann 10.000 in den Short DAX, dann ist man eben auch nur zu 10% abgesichert. Und dann kann man auch 10% verkaufen. Genau, dann kann man auch 10% verkaufen. Das ist albern. Dann ist einfach eine Short Spekulation. Das heißt, um ein 100.000 Euro Portfolio abzusichern, muss man für 100.000 Euro nochmal einen Short DAX dazu kaufen. Das heißt, die 100.000 Euro muss man auf der Seite liegen haben oder man muss die ganze Sache auf 50 reduzieren. Und wenn ein Fondsmanager noch einmal sagt, ich bin eigentlich ein Aktienfonds, ja, und mein Job ist es, in Aktien zu investieren, und der mir dann sagt, ja, dass er für das möglicherweise zu tätigende Investment in einen Short DAX 10% ja, Liquidität hält, dann frage ich mich sowieso, passt alles nicht. Insofern, Leute, die Sache mit dem Short DAX, die hört sich super schön an, und wenn irgendwo DAX draufsteht, finden das Anleger auch ganz, ganz toll. Aber zum Hedging erstmal so total unpraktisch, weil extrem kapitalintensiv. Aber die Finanzindustrie ist ja gewitzt, ja, und warum einfach nur sagen, wenn der DAX 1% fällt, steigt der Short DAX um 1%? Man kann ja auch sagen, der steigt dann um 2 oder um 3 oder um 5 oder um 10. Sprich, diese ganzen Dinger, diese Short DAXe, die gibt's natürlich inzwischen auch mit Hebel. Juhu. Und das Problem dabei ist, das macht's nicht besser. Das Nein. macht die ganze Sache nämlich schlimmer. Ich ja. würde eigentlich vorschlagen, dass wir direkt, ja, wir gucken uns auf, direkt auf den Zehner springen. Genau, also wir gucken, gucken das Ganze mit Zehnerhebel an. In den Grafiken findet ihr im Nachgang zu dieser Veranstaltung auch noch den Zweier Short DAX, den Fünfer Short DAX. Aber wir gehen jetzt sofort auf den Zehner Short DAX. Und Der 10er Short DAX, was macht der? Natürlich, der wandelt tageweise die Bewegungen des DAX mal 10 invers um. Heißt also, wenn der DAX 1% verliert am Tag, geht es um 10% nach oben und umgekehrt. Also ein Riesenhebel. Und wenn wir eben über Kapitalaufwand gesprochen haben, dann ist natürlich mal erstmal versucht zu sagen, ja super, jetzt muss ich nicht mehr dieselbe Summe nehmen, sondern nur noch ein Zehntel. Das heißt, ich kriege ein 100.000 Euro Portfolio plötzlich mit einer Zusatzinvestition von 10.000 ja. Euro abgesichert. Und das heißt, wenn der DAX 6,5% verloren hat in den letzten 6 Monaten, müsste ich eigentlich 65% gewonnen haben, juppaldi, dann läuft die Sache. Problem leider, nach dem halben Jahr stellen wir fest, der Hebel 10 hat dafür gesorgt, man hat 9% gewonnen. Und da kann also irgendwas nicht so richtig im Sinne des Erfinders funktioniert haben, beziehungsweise eigentlich, es ist im Grunde genommen im Sinne des Erfinders, denn die Short DAX Produkte sind konzipiert für Anleger, für Investoren,
die vor allen Dingen kurzfristig... Die nennt man auch Zocker. Die nennt man weder Investoren noch nennt man die Anleger, sondern das sind diejenigen, die kurzfristig schnelle Bewegungen handeln wollen. Die können mit so einem Hebel arbeiten und dann 3 Tage hintereinander, na, jeden Tag einsetzen. Mit Hebel 10 und dann hat man auch schöne Gewinne. Aber das ist nichts, womit man über längere Phasen einfach mal das Portfolio einfrieren kann. Eben genau aufgrund dessen, was du gesagt hast, nämlich diese Fahrtabhängigkeit, die letztendlich nichts anderes ist als eine Folge der Prozentabrechnung, nämlich 10% Aufschlag von unten ist was anderes als 10% Abschlag von oben. Und dazu mal ein relativ einfaches Beispiel und auch ein einigermaßen realistisches Beispiel. Unser Kumpel Donald, also der aus den USA, der... The President of the United States of America. Yes. POTUS. Yes, POTUS. POTUS setzt am Mittag einen Tweet ab und wir sind genau in diesem Short DAX 10 investiert und der Präsident setzt einen Tweet ab, indem er sagt, morgen gibt's Krieg. Die Märkte rauschen nach unten, das ist für uns an der Stelle mit einem solchen Short-DAX-Produkt nicht so schlimm, denn wir sind ja abgesichert. Die Märkte verlieren 5%, ergo legt an diesem Tag mein Short-DAX-Produkt um diese 5% mal 10 zu. Also am Ende des Tages denke ich mir, der Tweet hat sich für mich gelohnt, ich bin 50% vorne. Eine Investition von 10.000 Euro würde also bei 15.000 Euro liegen. Am nächsten Morgen wird wieder genullt. Und wieder genullt heißt, der 10er-Faktor wird wieder genullt. Und am späten Abend hat POTUS noch einen anderen Tweet abgesetzt, in dem er gesagt hat, das war eigentlich an meine Frau gerichtet, mit morgen gibt's Krieg. Das war, sollte eine SMS sein und kein Tweet. Hab mich vertippt, kann ja mal passieren. Und die Märkte erholen sich sofort, gleichen diese 5% Kursminus wieder aus und stehen einen Tag später genau da, wo sie vorher standen. Bei dem Produkt bedeutet das, dass diese 5% Plus jetzt zu einem 5 mal 10%igen Minus führen, also 50% Kursminus. Aus den 15.000 Euro von Tag 1 werden also 7.500 Euro an Tag 2. Das bedeutet, dass in einer solchen Marktphase, wo der Markt nichts getan hat, aber 2 heftige Bewegungen hatte, auch sehr, sehr heftige, kurzfristige Verluste möglich sind. Und das ist eben das, was man so ein bisschen auch in dieser Kurve sieht, wo sich diese Fahrtabhängigkeit und diese Wechselwirkung so aufsummieren, dass man eben nicht die angesprochenen 65% hat, sondern nur läppische 9. Also der Faktor ist nicht Faktor 10, sondern ist dann am Ende, weil es viel in Schaukelbörsen hin und her geht, Faktor 1,38. Deshalb Leute, wenn ihr zocken wollt, wenn ihr traden wollt, können diese Short-DAX-Zertifikate oder sie heißen ja auch häufig Faktor-Zertifikate durchaus eine Option sein. Nicht? Also das ist so, wie ja auch gewisse Waffen angeblich in gewisse Hände gehören. Ich weiß es nicht, aber wenn man sie bedienen kann, ich brauche es nicht. Ansonsten mit Absicherung haben diese Produkte nur so viel zu tun. Ihr könnt absichern, ihr seid damit selber Herr eures Geschehens, aber man muss ja nicht immer, wenn man was selber macht, das auch richtig machen. Insofern für die Absicherung ebenfalls nicht geeignet. Insbesondere, weil natürlich eins dazu kommt, viele Anleger, ich habe das ebenso an dieser Stimmung auch von Bankern gezeigt, die dann absichern, machen das immer so aus so einer Laune heraus. So, gerade ist vielleicht wieder irgendwas von Trump gekommen, irgendwie läuft's wieder nicht und man denkt, oieiei, ich fühle mich nicht gut. Ich möchte jetzt irgendwie mal absichern. Das heißt, sehr häufig kommt das Ganze emotional getrieben raus und dann irgendwann läuft schon wieder gut, dann lässt man die Absicherung wieder sein. Das ist alles sehr, sehr prozyklisch. Und wenn man irgendwie handelt, ist es sehr, sehr entscheidend, dass man sich selber diszipliniert, dass man sein Handeln systematisiert und eben nicht den Bauch nimmt, sondern kühl und rational Parameter hat, anhand derer man entscheidet, ob denn jetzt eine Absicherung Sinn macht oder ob man es einfach lassen kann. Tobias, und da hast du eine ganz klare Maxime. Du machst es nicht aus dem Bauch raus, sondern du hast
eine quantitative Vorgabe. Genau, ich mache es nicht aus dem Bauch raus, weil der Bauch funktioniert bei vielen Sachen, aber er funktioniert in der Regel, und das habe ich mit relativ umfangreichen Verlusten auch lernen dürfen. Es funktioniert bei mir zumindest nicht damit, dass ich sage, ich habe ein schlechtes Gefühl. Aber ich habe dann ein paar Untersuchungen in meinem Alternativjob angestellt für ein paar Veranstaltungen und habe mir die 200-Tage-Linie über längere Zeiträume angeguckt und habe eben da festgestellt im Rahmen dieser Untersuchung und damit auch dann für mich festgestellt, dass das etwas ist, was A funktioniert, was B einigermaßen einfach umsetzbar ist und was C dann auch bei mir dazu führt, dass ich persönlich ruhiger schlafe, wenn es zu solchen Marktverwerfungen kommt. Und deswegen agiere ich nach der 200-Tage-Linie. Das heißt, wenn DAX unter der 200-Tage-Linie schließt, dann gehe ich in eine Absicherung und sichere mein Portfolio ab. Und zwar nicht irgendwie, sondern ich mache es komplett im Rahmen einer bestimmten Möglichkeit wetterfest. Das heißt, ich setze auf fallende Kurse bei einem zugrunde liegenden Basiswert, wo ich sage, wenn es nach unten geht, sichere ich damit ab und partizipiere dann von der negativen Kursentwicklung in diesem Index positiv. So, also 200-Tage-Linie, sollten wir nochmal ganz klar sagen, ist der Durchschnittskurs der letzten 200 Tage. Und das hat jetzt auch gar nichts irgendwie mit Signalen zu tun, sondern schlichtweg mit einer Disziplinierung von Entscheidungen. Wenn man unterhalb dieser Linie ist, ist man zumindest nicht mehr in einem Aufwärtstrend mit dem Kurs. Wenn der Kurs drüber ist, ist der Aufwärtstrend ganz klar. Momentan sind wir, glaube ich, leicht drunter. Minimal das heißt, drunter, genau. Du wirst gleich erklären, warum, wie und wieso du abgesichert bist. Und für die Zuschauer, die jetzt auch die Grafik vorliegen haben, wir haben einfach mal in die Vergangenheit des DAX geschaut, der ja am 31.12.1987 gestartet ist. Wir brauchen also ein bisschen Vorlauf, bis wir mal eine ordentliche 200-Tage-Linie berechnen können. Das heißt, wir gucken ab dem 01.01.89 drauf, also 30 Jahre DAX-Geschichte, ja, und da gab es doch immer mal wieder Phasen, auch längere Phasen, in denen der Index kontinuierlich unter dieser 200-Tage-Linie geblieben ist, wo du also permanent abgesichert hast. Gleichzeitig gibt es auch immer wieder mal die Situation, dass der Index nur mal kurz runterrauscht und dann anschließend wieder drüber ist. Das heißt, da kann es dir auch passieren, dass du mal nur für 3 oder 4 Tage abgesichert bist. Genau, also man muss auch dazu sagen, so ganz stringent macht es natürlich doch nicht jeder. Ich will ein Beispiel geben, wo ich diese Regel selber gebrochen habe. Und zwar der Abend vor der Brexit-Wahl. Am Abend vor der Brexit-Wahl war ich abgesichert und am Abend vor genau dieser Wahl schloss der DAX oberhalb der 200-Tages-Linie und ich habe an diesem Tag diese Short-Position nicht verkauft, weil ich mir dachte, vieles ist drin. Wenn die Wahl positiv ausgeht, ist es eingepreist, weil alle damit gerechnet haben. Wenn das aber andersrum läuft, dann krachen die Kurse ein und am nächsten Tag passierte genau das, was ich nicht erwartet habe, aber ich mir gedacht, es kann nicht so viel passieren. Und es war ein extrem entspannter Tag, als diese Kurse dann um 5, 8 und in der Spitze, glaube ich, knapp 10% eingebrochen sind. Das ist eben etwas, wenn man ruhiger schlafen will, dann kann das dazu führen, dass das sinnvoll ist. Es ist aber nicht für jeden sinnvoll, weil man auch damit umgehen können muss, dass man eine Teilposition des Portfolios mit einem 100%igen Verlust realisiert. 100% Verlust macht mit einem kleinen Depotanteil, der eben als kurzfristige Versicherung eingesetzt wird. Wir haben gerade eine Frage von Alex, warum eigentlich 200 Tage? Ein Jahr hat doch 365 Tage, hat 260 Börsentage, warum 200? Naja, man muss 200 nicht nehmen. 200 hat sich jetzt irgendwie eingebürgert. Das ist eine der wichtigen Zahlen, auf die Börsianer gucken. Man kann auch 190 nehmen, man kann auch 170 nehmen, nur man sollte dann nicht glauben, dass man mit 170 viel besser fährt als mit 200. Das ist dann rückwärts betrachtet. Da gibt es dann diese sogenannten Backtestings. Dazu sage ich immer, Excel macht die meisten Millionäre. Davon hat am Ende niemand etwas. Es ist einfach eine Definitionsfrage. Es ist einfach eine Art der Disziplinierung. Ich habe es für zwei Indizes, für den S&P 500 und für den DAX für zwei sehr, sehr lange Zeitreihen durchgerechnet. Die 200-Tages-Linie ist da nicht die beste, aber sie ist die sehr, sehr konstant positive Performances realisiert
wie gesagt, nicht die beste. Es gab eine Phase, wo im DAX zum Beispiel die 10-Tages-Linie die absolut beste war. Die 10-Tages-Linie. Du wirst auch eine Phase finden, da ist die 17-Tages-Linie am besten. Vor allen Dingen, wenn du noch den Sinus aus dem DAX-Volumen zurechnest. Ja, nein, das ist genau das, was ich meine. Dass dieses mir geht es nicht um Optimierung, sondern es geht darum, ich habe 4 Kurven untersucht: 10, 38, 90 und die 200er. Und die 10er sah dann total gut aus Ende 99. Das Problem dabei ist, seit Ende 99 hat sich eine solche Investmentstrategie mehr als halbiert. So, und die 200-Tage-Linie hat sich ja nun auch schon ein paar Jahrzehnte gehalten. Gerade in den USA gibt es viele, viele, die das lange, lange durchziehen. Insoweit, es wird überall darüber berichtet. Ja. Man kann, also... Das ist auch ein Vorteil. Man kriegt es mit. Ja, man muss nicht immer erstmal in Excel rumrechnen und hochdurchziehen. Man kriegt es auf jedem Finanzportal. Genau, man kriegt es relativ einfach mit. Auch das ist ein Grund, mit der 200-Tage-Linie zu arbeiten. Und es ist halt nicht so reaktiv wie jetzt eine 50-Tage-Linie. Da hast du ja ständig was zu tun. So, nun erklär uns aber mal, was machst du in dem Moment, wo der DAX unter die 200-Tage-Linie rutscht und du das Signal kriegst, Himmel hilf, Dirk Müller-Signal, die Welt geht unter, wir müssen absichern. Eben kein Dirk Müller-Signal, weil Dirk Müller macht das eben aus dem Bauch oder denkt sich was dabei, sondern es ist ein quantitatives Signal, wo dann einfach hingegangen wird. So, die Welt geht unter, Tobias Kramer macht was? Genau, Tobias Kramer guckt sich eben an, wie groß ist eigentlich im Moment das eigene Portfolio? Ich glaube, das ist der Moment, wo wir dann mal kurz rüberschwanken auf etwas. Und wir machen es mal an der Stelle so, wie ich es machen würde. Und ihr kennt ja ein Portfolio von uns. Wir sind jetzt mit EchtGeldTV nahezu 7 Monate da. Wir investieren jeden Monat 2000 Euro. Wir nehmen jetzt mal die Thema des Monats-Sendung kommende Woche vorweg. Das heißt, wir haben Ende kommender Woche 14.000 Euro investiert. So, und jetzt ist es eben so, als Basiswert für die Short-Position nehmen wir den deutschen Aktienindex. Übrigens macht das auch dann immer Sinn, den DAX zu nehmen, wenn ihr ein Portfolio aus internationalen Aktien absichern wollt, weil wenn es runtergeht, dann haut es im DAX meistens doch mit immer am stärksten runter, während die amerikanischen Indizes immer ein bisschen träge sind. Also gerade wenn Angst da ist, nicht umsonst gibt es ja German Angst auch in der amerikanischen Börsenberichterstattung mittlerweile bei Bloomberg, macht der DAX durchaus Sinn. Da ist man auf der Short-Seite sicherlich nicht falsch. So, und jetzt, der DAX steht eben irgendwie so im Bereich von nicht 15.000, das wäre schön, sondern er steht irgendwo so im Bereich von 15.550. Habe ich schon wieder 15.000 gesagt? Ja. Aber ich habe geschrieben 12.550, also bei 12.550 Punkten steht der DAX etwa. Wir werden das gleich noch komplett aktualisieren. Und der Basiswertpreis in Euro, unsere Tabelle sieht da auch eine Währungsbereinigung vor, die wir hier rausgenommen haben. Der Basiswertpreis in Euro ist dann eben auch 12.550 Euro. Und wenn ich jetzt also 14.000 Euro habe und dagegen quasi den DAX nehme, dann weiß ich, dass ich 1,12 Basiswerte quasi benötige, um mein Portfolio abzusichern. Also 14.000 geteilt durch 12.550 ist gleich 1,12. Die Produkte, die wir gleich sehen werden, haben dann ein Bezugsverhältnis. Das ist in der Regel 1 zu 100, also 0,01. Und das sagt uns damit schon mal, dass wir 112 Hebelprodukte benötigen. So, und dazu, wie Jean Pütz, ist eben auch hier der Link schon mal vorbereitet. Der Link auf den neu gestalteten Zertifikatebereich und Knockout-Bereich von finanzen.net, an dem ich selber mitgearbeitet habe, von dem ich von dem ich deswegen auch überzeugt bin. Und jetzt willst du was zu Knockouts wissen. K.O. Nein, also er kauft jetzt Knockout-Produkte. Ne? Also ich kenne das ja aus der Finanzindustrie sonst immer. Man macht den Produkten so einen wunderschönen Namen, so Equity Market Neutral Multi-Size Factor oder kurz Gedöns. Aber das ist jetzt Knockout, es klingt eigentlich sehr ehrlich. Ne? Also ist so ja, die Formulierung ist, man kann immer auf die Fresse kriegen. Gut, also das ist also ein Produkt, mit dem du auf die Fresse kriegst. Das ist ein Derivat. Ja. Ne? Warren Buffett hat ja mal gesagt, Derivate sind finanzielle Massenvernichtungswaffen. Der gleiche das heißt, Warren Buffett. Der Kramer zeigt Ihnen jetzt eine Massenvernichtungswaffe. Ja, das stimmt. Und das tue ich. Und das tue ich mit extrem viel Überzeugung, weil ich seit 18 Jahren mit diesen Massenvernichtungswaffen quasi hantiere. Und Waffenvernichtungsmassen fände ich besser. Waffenvernichtung.
und mit diesen Produkten zu tun habe und immer wieder den alten Paracelsus-Leitspruch zitiere, dass jedes Ding ein Gift ist, alleine die Dosis macht, dass es kein Gift ist, und der von dir eben angesprochene Warren Buffett fiel ja insbesondere dadurch auf, dass er sowas in den 90ern meiner Meinung nach gesagt hat. Und als dieser Spruch gerade in einer Zeit, als die Lehman-Krise besonders hoch ebbte, da war, da hatte Warren Buffett sehr ordentliche eigene Derivate-Positionen, die kurzfristig auch sehr, sehr ordentlich im Minus lagen und mit denen er am Ende irgendwann dann eben wieder viel Geld verdient hat. Also es kommt eben auf die Dosis an, und genau diese Dosis haben wir ja gerade ausgerechnet und eben auch gesagt, dass man mit diesem Produkt und mit diesen Produkten, die wir jetzt hier zeigen, eben in der Tat auch 100% sehr, sehr schnell verlieren kann. Und das muss man wissen, wenn man diese Produkte sich anguckt. Und wir haben jetzt hier auf finanzen.net ausschließlich Produkte der Commerzbank eingeblendet. Einfach deswegen, weil das ist einer der Partner von der Comdirect, und es lag nahe, um die Übersichtlichkeit in dieser Tabelle einigermaßen hochzuhalten. Und wir können jetzt hier sehen, dass der deutsche Aktienindex zumindest vorhin auf einer Schlusskursbasis bei 12.567 lag. Da können wir also noch eine schnelle Korrektur machen. Sehen, dass wir dann eben nur 111 Hebelprodukte benötigen. Und wir gehen jetzt eigentlich relativ schnell da rein, dass wir uns ein Produkt hier angucken. Und das ist das hier mit der CA1L2B als Wertpapier-Kennnummer. Und dieses Produkt kostet im Moment 2,95 €. Und wenn wir 111 Knockout, also Short Knockouts auf den DAX jetzt kaufen würden, auf 2,95er Ebene, dann würden wir dafür 329 € ausgeben, um unser 14.000 € Portfolio an dieser Stelle abzusichern. Das heißt, dass ich 2,35% Kosten habe gegenüber dem Depotwert, und der Depotwert um diese 329% ansteigt. Jetzt müssen wir noch eine Sache eintragen und uns vergegenwärtigen, und das ist der Strike dieses Hebelprodukts, denn mit diesem Knockout-Produkt habe ich das Recht, zu jeder Zeit, solange 12.850 nicht erreicht oder überschritten werden, denn dann verfällt das Produkt wertlos. Ja, das ist genau die Gefahr. Wenn 12.850 einmal während des Handels touchiert werden, verfällt dieses Produkt. Dass ich hier das Recht habe, den DAX mit 12.850 Punkten zu verkaufen, das darf ich 111 Mal machen, und damit habe ich dann eben diesen Wert entsprechend hier, der sich dann wie folgt entwickeln kann. Wir können irgendeine, um wie viel Prozent soll denn der DAX fallen? Na, ist das, für mich soll er ja steigen. Ja, okay. Dann also wir haben ja auch die Spalte, genau, für dich eingewählt. Also für mich soll er einfach mal um 10% steigen. Ist zwar jetzt, ich will ja trotzdem nicht verkaufen, aber ich fände es schön. Genau. Wir machen einfach mal, der DAX 14.000 Punkte steigt um 10%. Das kriegen wir auch im Kopf hin. Dann ist er nämlich bei 15.400 Punkten. Und nee, dann ist er bei 13.824 Punkten. Aber unser Depot. Jedenfalls ist er deutlich höher als diese Schwelle, genau, die du genannt hast. Diese Knockout-Schwelle. Und folglich an dieser Stelle ist dann Causa Finita. Genau. Also das Produkt verfällt wertlos, die Versicherung verfällt wertlos. Gleichzeitig haben wir natürlich den Vorteil, wir haben 10% Kurswert bei unserem Depot mehr, müssen die Versicherungskosten abziehen, bleiben also irgendwie am Ende 7% übrig. So, das ist natürlich so, ja, es hat nicht gebrannt, dann sagt man auch nicht, Mensch, so ein Mist, dass ich eine Feuerversicherung hatte. Ist also auch nicht unbedingt der schlechte Fall. Man hat eine gewisse Einbuße, aber genau, dafür, sagst du, hast du ruhig schlafen können. Ich persönlich sage mir natürlich, naja, also diese 2,5%, das ist eine Dividendenrendite von der guten Aktie. Da hätte ich auch was anderes mitmachen können. Die hätte ich reinvestieren können, wenn ich einfach dickere Nerven hätte. Das ist einfach eine Frage der Sichtweise. Wie stark nimmt man Kursrisiko wahr? Oder auch nicht. Genau, und es gibt da kein richtig oder kein falsch. Es gibt nur das Thema, was ist die persönliche Investmentperspektive
will man permanent genau. volles Risiko haben. Das ist der Vorteil, den ihr hier habt gegenüber Dirk Müller und seinem Fonds oder gegenüber allen anderen Fonds. Ihr müsst hier nicht das nehmen, was ihr irgendwie vorgesetzt kriegt, wenn irgendeiner absichert oder was oder nicht. Hier sitzt ihr selber im Driving Seat, ihr könnt den Grad eurer Absicherung bestimmen und ihr könnt genau eure Strategie machen. Einen Vorschlag habt ihr hier von Tobias mit der 200-Tage-Linie. Genau, und der ist, man muss hier auch dazu sagen, der ist sehr, sehr eng auch formuliert. Also in dem Moment, wo es einen kräftigen Hupser beim DAX gibt, da sind ja nur ein paar Prozent erforderlich, dann ist diese Position auch weg. Dann ist zwar auch das Triggersignal erreicht, aber dann ist es weg. So. Wir gucken uns trotzdem noch die andere Situation an, denn wenn er 10% steigen kann, kann er eben auch 10% fallen. Dann ist der DAX bei 11.310 Punkten angekommen. Und wenn sich unser Portfolio idealtypisch, das wird es nicht unbedingt tun, ja, ganz vorsichtig formuliert, am DAX orientiert, dann ist es eben an der Stelle 12.600 Euro nach einem 10%igen Rückgang wert. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, aber irgendwie so in dem Bereich, wenn man sagt, naja, die Wertentwicklung von Aktien, die korreliert eben miteinander und wir unterstellen jetzt hier dieses 10%ige Minus. Das Ebel-Produkt wäre aber an der Stelle 15,40 Euro wert, 111 Produkte, dann also 1715 Euro und der Depot-Gesamtwert wäre 14.315, also ein klitzekleines Minus von 0,1%. Genau, also und was ihr letztendlich mit der Strategie macht, die Tobias euch gezeigt hat, ist, ihr friert euer Depot ein. Ja, ihr sorgt dafür, für eine kleine Versicherungsprämie, dass irgendwann die Verluste des Depots durch die Gewinne dieses Knockout-Produktes kompensiert werden oder eben umgekehrt, zwar der Knockouter verfällt wertlos, weil diese Schwelle gerissen wird, ganz kritisch, wenn man einfach nur so rumzockt, aber ihr habt ja die Gegenposition, ihr habt ja dann entsprechend eure Gewinne aus dem Depot. Wir haben das Ganze... Wir bekommen gerade eine Frage noch rein, die wir kurz aufgraben sollten. Und zwar die total richtige Frage, warum wir denn Short- und Knockout-Produkte nehmen und keine Put-Optionsscheine. Wir wollten hier einen ersten Einstieg wählen und der Einstieg, den ich regelmäßig mache, der ist für mich eben entsprechend auch einfach vorzubereiten. Und wenn wir in den Optionsbereich wirklich reingehen und ihn wirklich erklären, dann brauchen wir dann mindestens eine einzelne Sendung. Genau, aber wir werden gleich noch kurz über Optionsscheine sprechen. Nur, wir wollen zunächst noch mal gucken, wie rechnet sich eigentlich eine solche Strategie, wenn man sie dauerhaft macht? Und was kommt eigentlich beim Absichern heraus? Und da Tobias jetzt nicht sein Portfolio seit 1989 mitbringen wollte... Er hat es auch ab 1989 gar nicht da. Genau, irgendwann. Du hast es seit 89, haben wir geguckt, okay, was könnte denn ein Portfolio sein? Tobias legt, wie ich, ganz gerne in kleinere Werte an. Also haben wir gesagt, das Portfolio ist eigentlich nicht der DAX, sondern das Portfolio sei mal der MDAX. Vielleicht bei vielen von euch, die ich ja auch auf der Invest kennenlernen durfte, habe ich ja auch wieder festgestellt, der MDAX ist sehr, sehr beliebt. Viele, viele gute Substanzwerte. Kleiner, dynamischer Weltmarktführer in Nischen dabei. Übrigens auch der SDAX wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Ja, aber wir haben jetzt einfach mal den MDAX genommen als das Portfolio, was wir absichern wollen. Deutlich besser gelaufen als der DAX seit 1989. Und dann einfach mal die Strategie darüber gelegt, genau, die du eben vorgestellt hast. Also, wenn der DAX unter die 200-Tage-Linie rutscht, dann mit einem Hebelprodukt dagegen das Ganze abgesichert. Jetzt könnte die Frage kommen, warum haben wir das nicht mit dem MDAX gemacht, sondern mit dem DAX? Ganz einfach, weil auf den DAX viel mehr Produkte verfügbar sind und sie viel günstiger, viel billiger handelbar sind. Der Wettbewerb ist deutlich intensiver, in der Tat. Genau. Man kriegt regelmäßig auch bessere Preise gestellt. Und kommt von daher und weil wesentlich wir natürlich besser durch. Weil wir natürlich immer noch die Chance haben wollen, wir wollen an der Überrendite von den kleinen Werten partizipieren. Sprich, wenn wir den MDAX haben und dagegen die Position in den Knockout-Produkten, dann ist es natürlich schon so, solange der MDAX besser läuft als der DAX, haben wir auch immer noch eine Chance auf eine relative marktneutrale Rendite. Und das ist ja das, was wir simulieren. Also wir sind permanent in einem MDAX ETF oder was auch immer investiert, in einem MDAX Portfolio, in diesem Beispiel seit 1989. Und wenn der DAX unterhalb seiner 200-Tage-Linie notiert, sichern wir voll ab. Und wenn er wieder, und damit Antwort auf eine Frage, die auch gerade reinkam, wenn er dann wieder über
der 200-Tage-Linie schließt, dann lösen wir diese Versicherung auch sklavisch wieder auf. Genau, da ist dann meistens nicht mehr so viel Restwert, außer wir haben vorher einen sehr, sehr deutlichen Abschwung gehabt. Am besten mal in die Vergangenheit hineinschauen, die wir mit einer solchen Strategie hatten. Und ja, das Ergebnis am Ende ist, wir haben ungefähr nach jetzt knapp 30 Jahren dieselbe Rendite aktuell im MDAX wie mit der abgesicherten Strategie. Wir haben nicht mehr verdient, es ist ein bisschen weniger, jedes Jahr so ungefähr ein halber Prozentpunkt im Durchschnitt, aber die Wertentwicklung ist natürlich deutlich stetiger gewesen, als es bei einem MDAX-Anleger ist. Und für mich ist ja viel wichtiger als Volatilität zur Beschreibung des Risikos der sogenannte Maximum Drawdown, also der maximale Rückgang, der größte Abstand zwischen einem Hoch und dem darauf folgenden Tief. Das ist beim MDAX in der Vergangenheit resultiert aus der Finanzkrise, sage und schreibe 65%. Also man musste, wenn man zum schlechtesten Zeitpunkt eingestiegen ist, irgendwann danach mal 2/3 Minus akzeptieren. Und was schafft diese Strategie? Sie schafft es, dieses Minus auf 33% zu begrenzen. Das ist auch der wesentliche Erkenntniswert. Das ist ruhiger Schlafen. Genau, das ist der wesentliche Erkenntniswert. Es geht bei diesen ganzen Absicherungsstrategien wirklich um Absicherung, nicht darum, irgendwie Outperformance, Überrendite oder Ähnliches zu erzielen. Das wird man natürlich haben. Wenn man in einem Jahr 2008 abgesichert war, hat man für dieses Jahr kurzfristig eine Überrendite. Aber je länger man die Zeiträume wählt, in allen unterschiedlichen Indizes, stellt man fest, mehr Rendite habt ihr daraus nicht, sondern ihr habt weniger Risiko. Genau. Ihr könnt besser schlafen. Allerdings, eines muss ich natürlich dazu sagen, ihr müsst auch mehr tun. Ihr müsst Richtig. Nämlich nicht nur auf diesen GD-gleitenden Durchschnitt 200 Tage gucken, sondern ihr müsst natürlich dann auch Produkt kaufen und wieder verkaufen, Liquidität dafür bereithalten, und das kostet Transaktionskosten. Die haben wir übrigens in dem Beispiel hier bereits mit 1% pro Turn reingerechnet, also mit Spread und allem ist das ist sehr, sehr großzügig gerechnet. Die Handelskosten fallen da ja nicht so stark ins Gewicht, wenn man es günstig mit einem Broker wie der Comdirect abrechnet. Aber man muss da etwas tun, und wenn man da natürlich zwischenzeitlich Gewinne gemacht hat, muss man die auch wieder versteuern. Auch das ist klar. Die ganze Sache macht also Arbeit. Es ist Arbeit, die ich persönlich mir nicht mache. Ich bin froh, wenn ich eine Cash-Reserve irgendwo habe, zum Beispiel, weil die Dividenden kommen und ich sie nicht sofort wieder anlege, zum Beispiel, weil ich nicht alles, was sonst irgendwie kommt, sofort verfresse oder versaufe oder verkreuzfahre, sondern ich habe ganz gerne ein bisschen was auf der Seite liegen, und wenn dann kräftige Rücksetzer kommen, wenn es 20-25% runtergeht oder noch mehr, dann fange ich an, gerne nachzukaufen. Das ist meine Art von Absicherung. Jeder muss am Ende entscheiden. Und die zwei Kurven, die wir eingeblendet sehen, die sagen einmal eine Ver-18,8-fachung, eine Ver-16,7-fachung. 10,5% Rendite für den entspannten Investor, der 64% auch aushält. Ja? Und das ist eben auch etwas, genau. Das kann absolut nicht jeder. Und diese Anleger, die verkaufen dann gerne auch mal bei 50 genau. oder 60% Minus, und dann ist eben Essig mit der Anlage. Das maximale Minus, hat Christian schon gesagt, 34% im Rahmen dieser Strategie, für dann mit Kostenberücksichtigung 0,4% weniger Rendite. Eins haben wir nicht berücksichtigen können, weil das ändert sich ja seit 89 eigentlich permanent. Das ist das Steuerliche. Ja, genau. Das muss man dann eben auch deutlich sagen. Natürlich ist man am Ende als Buy-and-Hold-Anleger steuerlich immer am besten raus gewesen. Also insbesondere, wenn man 89 seinen Fonds gekauft hat, der ist ja auch komplett irgendwie von allen... Mal sehen, was sich welche Bundesregierung in den nächsten 15 Jahren noch so einfallen lässt. Man hat ja schon die Zusatzregel, es dürften nicht mehr als 100.000 im Gesamtportfolio sein. Ne? Sonst ist ja das auch wieder gestrichen worden. Was man als Problem hätte, wenn man beispielsweise 50.000 oder genau. damals 100.000 Mark investiert genau. hat. Man darf nicht vergessen, der MDAX hat wirklich sich fast verzwanzigfacht ja. in diesem Zeitraum. Also ja. brutale Entwicklung, ja. hier dargestellt mit ja. einer mit Grafiken und auch nochmal für die Anhänger dieser Grafiken in einer logarithmischen
Darstellung. Genau, da sieht man es nochmal mehr. In guten Phasen ist es natürlich klar, bleibt eine Absicherungsstrategie, weil es immer mal wieder Fehlsignale gibt. Da geht es mal kurzfristig runter, aber anschließend wieder rauf, bleibt sie hinter dem Index zurück. Und aber genauso wie man starke Verlustphasen bei der permanent investiert Strategie, bei der Long-Only-Strategie aushalten muss, wenn es mal kräftig runtergeht, muss man eben auch an der Performance-Phasen von einer Absicherungsstrategie aushalten. Und man muss dann eben auch mal akzeptieren, wenn man quasi 50% auch mal hinten liegt, die erst dann wieder aufgeholt werden, wenn es mal wieder irgendwie rumpelt. Und je nachdem, welches Bild ihr habt, wenn ihr die Sorge habt, dass es irgendwann mal wieder rumpeln könnte, dann ist der gleitende Durchschnitt beim DAX ein sehr einfaches, sehr transparentes Signal, was man einsetzen kann. Insbesondere jetzt sind wir in einer ganz guten Phase, sowas anzufangen, weil wir uns ungefähr in der Nähe des gleitenden Durchschnitts bewegen. Also solche Strategien anzufangen, machen wenig Sinn, wenn man gerade 20% Entfernung zwischen gleitendem Durchschnitt und Kurs hat. Ich sehe erschrocken die Zeit. Lass uns weitermachen. Trotzdem ein Hinweis noch, es ist wie beim Aktieninvestment selbst, auch das ist ja keine digitale Entscheidung. Wenn man sagt, Mensch, ich finde dieses mit dem Absichern eigentlich ganz interessant, aber ich habe keine Ahnung, ob ich dafür geeignet bin. Ich weiß, habe für mich herausgefunden, ich bin es nicht. Wenn ihr das herausfinden wollt, ihr könnt es ja einfach mal mit einer kleinen MDAX-Position versuchen oder einer kleinen Aktienposition, 3-4 Aktien, die ihr im Portfolio habt, einfach das mal abzusichern. Wir können euch ja einfach mal zeigen, was da passiert. Wir machen das nämlich gleich einfach mal. Genau. Nachdem wir die letzte Alternative für eine abgesicherte Strategie vorgestellt haben. Und der Johannes hat es hier gerade gefragt, macht ihr das händisch oder kann man das nicht automatisieren? Ja. Wir schon mal gar nicht, sondern in dem Fall mache nur ich das bin in zu der faul. Tat. Der faule Hund. In dem Fall mache ich das in der Tat händisch und löse diese Position auf. Das ist auch immer mal ein kleines Problem, weil man nicht immer dann genau den Einstiegslevel bekommt, was wir hier natürlich idealtypisch simuliert haben, im Rahmen eines automatisierten Ansatzes. Man kann das automatisieren. Wir haben jetzt etwas mitgebracht, was eine Automatisierung und vor allen Dingen auch das Thema des Putz. Ja, also es wurde ja eben schon nachgefragt, genau, Optionsschein. Wie gesagt, das ist für diejenigen, die schon ein Stück weiter sind. Ja, die Option, wo dann noch zusätzliche Faktoren reinkommen. Hier geht es ja einfach nur um die Differenz zu diesem Basispreis bei dem, was wir hier im Knockout-Bereich vorgestellt haben. Aber es gibt halt Optionsscheine und Optionen, die die Möglichkeit bieten, andere Absicherungen noch vorwegzunehmen. Das ist hier nicht so, dass das Portfolio eingefroren wird, sondern es wird einfach nur abgesichert. Man zahlt quasi wirklich klassischerweise eine Versicherungsprämie. Hier bei diesem Index, den die deutsche Börse schon vor langer Zeit ins Leben gerufen hat, DAX Plus Protective Put, wird ganz simpel jedes Vierteljahr eine solche Option gekauft. Laufzeit ein Vierteljahr. Man ist also dann ein Vierteljahr lang abgesichert bei einem Niveau von 5% Verlust, also die ersten 5% sind nicht. Man muss 5% Verlust also in Kauf nehmen. Genau, die muss man in Kauf nehmen, jedes Quartal 5% Verlust in Kauf nehmen. Wenn es schlimmer kommt, ist man abgesichert. Diese Absicherung kostet Geld. Wir haben es nachgerechnet. Aktuell sind die Kosten ungefähr pro Stichtag bei 1,5%. Wichtig dabei, auf Basis der aktuellen Daten. Und da kommt dann sowas rein, nämlich die implizite Volatilität, die erwartete, von Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite. Also da wird es dann kompliziert, weil diese Erwartung kann in der Tat von verschiedenen Händlern, von verschiedenen Emissionen unterschiedlich sein. Dann sind wir so mittendrin in dieser ganzen Derivate-Küche. Das brauchen wir aber nicht, weil wir wollen ja vor allen Dingen in unternehmerische Sachwerte investieren und wir wollen ein bisschen Entspannung da reinbringen. Genau. Und hier bei diesem DAX Plus Protective Put, bei diesem Index der Börse, ist das so ein bisschen wie beim Autofahren. Man muss nicht unbedingt genau wissen, wie das Ganze funktioniert. Man muss nichts machen, nur man sollte wissen, wo die Chancen und wo die Risiken liegen. Also 5% pro Monat muss man pro Quartal muss man als Verlust in Kauf nehmen. Alles weitere ist abgesichert. Das heißt, es ist gut, wenn Verluste, so sie denn auftreten, massiv auftreten. Ja, also jedes Quartal 5% runter ist schlecht. Das ist so, wie mein Vater mir früher gesagt hat, wenn du mit dem Auto, der ist Vollkasko, weil wenn du einen Unfall baust, dann erstens steig lebend aus dem Ding aus, aber zweitens
dann soll es auch ein richtiger Schaden sein und nicht sowas, wo ich dann irgendwie die 1.000 Euro Selbstbeteiligung genau. habe und für 1.500 Euro die Kabel das, reparieren das kann. Das ist ja auch so, also solche Phasen wie 2008, ja, wo wir wirklich auch mal im Quartal dick zweistellig verlieren, das kann ein solcher Index gut abpuffern. Man sieht das auch in der Rückschau. Natürlich in den guten Phasen kostet die Versicherungsprämie Geld. Es bleibt, ist die Selbstbeteiligung genau, quasi. Es ist die Selbstbeteiligung. Es bleibt natürlich hinter dem DAX zurück, aber das wird in den schlechten Phasen aufgeholt. Und man sieht in der Vergangenheit immer wieder, dass dieser DAX plus Protective Put und der DAX doch immer wieder zusammenlaufen. Aktuell haben sie sich wieder deutlich voneinander entfernt. Herr Müller wird wahrscheinlich sagen, oh, 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 da droht Crashgefahr. Wir konstatieren einfach, sie haben sich voneinander entfernt. In der Vergangenheit gab es immer eine Annäherung, die kann ja auch ein bisschen von unten kommen, aber es ist eine Möglichkeit, ganz automatisiert ein DAX-Investment mit, naja, quasi angezogener Handbremse zu haben. Und wenn es dann eben mal 20% oder 30% schnell, aus welchen Gründen auch immer, in die Grütze geht, dann sieht dieses Bild auch ganz schnell anders aus. Genauso wie ganz schnell auch das Bild des Dirk Müller Premium Aktienfonds dann anders aussehen kann. Im Moment liegt er bei diesem Produkt eben um die 18% hinten. Wenn es eine 30%ige Reaktion nach unten gibt und die Sicherungsmechanismen dann greifen, dann sehen die Besprechungen, die es dafür in der Presse gibt, ratzfatz total anders aus. Und das ist eben das, was man mit unterschiedlichen Strategien beschreibt. Genau. Man muss einer Strategie anhängen. Man muss sich für diese Strategie begeistern und auf diese Strategie dann auch bauen. Und man muss auch gelegentliche Schwächephasen auch mal genau. aussitzen können. Genau, und das ist aber das Gleiche, was auch ich muss. Genau. Ja, wenn ich eben nicht absichere, habe ich halt auch Schwächephasen. Meine Schwächephasen sind halt dann eher die Zeiten, in denen sowieso alles irgendwie ein bisschen depressiv ist. Ja, dann freue ich mich, dass ich nachkaufen kann. Die Schwächephasen beim abgesicherten Depot sind eher dann, wenn man häufig Signale hat, hey, absichern, und die werden nach 5 Tagen schon wieder abgeräumt und man muss das wieder auflösen. Das sind dann Transaktionskosten, die man da produziert. Das will man dann nicht, aber ja. auch das gehört einfach dazu. Ja, was wir hier jetzt eingeblendet haben, ist nochmal eine Übersicht über ein paar Investmententwicklungen mit diesem DAX Protective Plus. Wir haben hier den maximal möglichen Zeitraum, also seitdem Kursinformationen vorliegen, und man sieht hier eben, dass er ein Stück da hinten bleibt. Man sieht auch, das haben wir uns vorher angeguckt, eine ganz, ganz schlechte Phase für diese Entwicklung in den letzten 5 Jahren. Also das ist etwas, wo der DAX dann eben um im Bereich 70% Zuwachs genommen hat, während hier das Investment nur 18% angestiegen ist. Das ist dann eben 19% angestiegen ist. Das ist dann eben genau das Problem. Aber wenn man sich zum Beispiel einen von uns ja sehr gern genommenen Zeitraum Ende 2007, Anfang 2008 vornimmt, dann sieht das Bild schon mal Anfang 2008, wollte gerade sagen, das sieht eigenartig aus, bis Ende 2009 vornimmt. Also da, wo es dann auch wirklich zur Sache ging, wo man Ängste hatte, was passiert eigentlich mit der Weltwirtschaft insgesamt, wo die Weltwirtschaft auch mal geschrumpft ist, da sieht man dann eben die Wirkungsweise, denn das konnte man deutlich entspannter durchstellen. Der maximale Rückgang war hier eben nicht deutlich anders als beim DAX. Hier war der Kurs nur 30% genau. im Minus. Auch das muss man durchstehen. Genau. Also das darf man auch nicht vergessen. Der Drawdown ist trotzdem da. Ja. Er wird halt nur halbiert. Ja, eine Frage gerade noch von Johannes. Kann man das nach Bauchgefühl irgendwie quartalsweise aussetzen? Nee, genau das ist das große Problem. Das sollte man nicht machen. Man kann natürlich grundsätzlich immer alles machen, wenn man sein eigener Herr ist im Depot. Aber wenn man sich für Absicherung entscheidet, sollte man es systematisch machen. Ja. Zum Beispiel mit einer 200-Tage-Linie oder mit einem anderen Indikator. Nicht einfach sagen, genau. Oh Mann, heute Morgen bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden, die Sonne scheint sowieso nicht und ich habe schlechte Laune, deshalb muss ich mal absichern, und 3 Tage später scheint die Sonne wieder und ich lasse es sein. Das bringt nichts. Entweder absichern mit einer Strategie oder das absichern lassen. Immer eingedenk
weder lassen noch absichern ist eine 100% Entscheidung. Man kann das auch für Teile vom Depot oder für bestimmte Strategien machen. Und immer dran denken, wenn ihr jetzt auf den Finanzportalen unterwegs seid und da irgendwelche Werbehinweise seht, hier ist die Strategie. Denkt immer daran, oft müsst ihr für solche Strategien auch bezahlen. Die 200-Tages-Linie könnt ihr sehr, sehr einfach und komplett kostenlos bei jedem Finanzportal abfragen. Natürlich auch bei der Comdirect abfragen und verfolgen und somit auch das Geld sparen, was ihr im Zweifelsfall dann für andere sehr teure Strategien bezahlen müsstet. So, und was wir hier jetzt noch haben, sind im Grunde verschiedene andere Sachen, aber ich glaube, die müssen wir jetzt auch gar nicht mehr weiter zeigen. Sondern wir wollten nur eins machen. Sondern wir heißen Echtgeld TV und auch wenn wir in so geht das eigentlich nicht agieren, es bietet sich an. Du sicherst jetzt dein Depot ab. Ich gucke jetzt gerade so ein bisschen skeptisch deswegen, weil mir gerade einfällt, dass ich dafür ja auch eine Termingeschäftsfähigkeit bräuchte, von der ich hoffe, du bist doch hoffentlich geschäftsfähig. Ja, ich bin. Ja, und dann kam in der Live-Sendung dieser dusselige Moment, in dem ich festgestellt habe, habe ich nämlich gar nicht bei der Kontoeröffnung darauf geachtet, dass ich eine Termingeschäftsfähigkeit gleich mit rüber schicke. Zugegebenermaßen, wir hatten auch am Anfang gar nicht so richtig daran gedacht, dass das Thema einer solchen Sendung mit Umsetzung sein könnte, aber wir fanden es dann eben doch eine gute Idee. Deswegen also eine Ergänzung zu der Live-Sendung, die wir am Montag danach aufgezeichnet haben. Jetzt also der 23.04. Und der Kumpel heißt DAX, denn der notiert quasi auf gleichem Niveau, das wir auch während der Live-Sendung hatten. Und somit bin ich jetzt hier in der Ordermaske wieder angekommen von der Comdirect, bin also dazu aufgefordert zu kaufen. Habe das schon voreingegeben, habe die 111 Stücke, die wir in der Sendung auch veranschlagt haben, eingegeben und bin jetzt an der Stelle, wo ich die TAN eingebe. Den Teil also, der für euch dann wieder ausgeblendet wird. Und dann ist alles eigentlich wie auch beim letzten Mal. Wir kaufen die CA1 L2B, wir kaufen davon 111 Stück und wir kaufen das Ganze im Live-Trading bei der Commerzbank. Ich mache hier nochmal ein Update der Kurse, das sieht alles gut aus. Gebe die Order frei, kriege jetzt in dem Kreis angeboten, der rückwärts runterläuft, ob ich das machen will. Dann läuft die Orderfrist ab, dann wiederholt man das Ganze, kriegt einen neuen, wir sparen jetzt einen Cent. Jetzt drücke ich auf den Kauf-Button, dieser Kauf wurde ausgeführt. Und ja, an der Stelle sind wir dann eben im Echtgeld-TV-Depot von mir jetzt abgesichert auf Basis dieser 200-Tages-Linie und werden jetzt einfach mal gucken, was passiert mit genau diesem Wertpapier in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Wochen, je nachdem, ob oder ob nicht der deutsche Aktienindex über oder unter der 200-Tages-Linie schließt. Wenn er da drüber schließt, dann ist der Punkt, wo man diese Position auflösen kann, auflösen muss nach der Handelstaktik. Und solange er da drunter ist, bleibt man einfach drin und hat seinen Portfoliobestand dann gehedged und eingefroren, wie Christian ja in der Sendung gesagt hat. Ansonsten ist noch zu sagen, dass es mit Echtgeld TV am Freitag weitergeht, dem 27.04. um 18 Uhr beschäftigen wir uns mit dem Thema deutscher Beteiligungsunternehmen, deutsche Beteiligungsgesellschaften. Da gibt es ja ein paar, da gibt es auch vor allen Dingen ein paar, die die Echtgeld-TV-Kriterien einer Marktkapitalisierung von mindestens 100 Millionen erfüllen. Und wenn ihr damit dabei sein sollt, dann könnt ihr euch jetzt für dieses Video anmelden oder wenn ihr dieses Video auf YouTube nach dem 27.04.2018 seht, dann ist es entweder schon in der Bibliothek vorhanden oder eben noch nicht. Wie auch immer, euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV. Dann auch wieder mit Christian, der jetzt bei dieser zusätzlichen Aufzeichnung eben nicht mit dabei war.